Ja, Markus Wallner heute zu Besuch bei der Europäischen Kommission. Gerade kommen Sie vom Termin mit Jean-Claude Juncker. Was ist denn der Anlass Ihres Besuchs heute in Brüssel? Ja, das ist eine längere Geschichte. Wir haben damals in Feldkirch bei der Landeshauptleutekonferenz unter unserem Vorsitz ein Grundlagenpapier beschlossen. Das heißt, unsere Vorstellungen, unsere Wünsche an die Entwicklung Europas, also die Vorstellungen der Bundesländer, zu Papier gebracht und das heute übergeben. Ein bisschen tiefer diskutiert natürlich auch, weil es uns darum geht, dass man in Bereichen, die uns wichtig sind, durchaus mehr Europa auch zulässt. Ich sage innere Sicherheit, äußere Sicherheit, der ganze Grenzschutz, die Wirtschaftsentwicklung. Das sind Fragen, wo eigentlich mehr Europa notwendig ist. Aber umgekehrt haben wir auch gesagt, wir wünschen uns ein Europa der Regionen, ein subsidiäres Europa, Spielraum für die Regionen. Da gibt es gewisse Bereiche, wo sich Europa auch zurückziehen muss. Ich sage Bildung, Soziales, Tourismus, Kultur sind Dinge, die wir eigentlich selber ganz gut erledigen können. In anderen Fragen, die überregional sind, brauchen wir eher mehr Europa. Und diesen Standpunkt, den habe ich einmal übermittelt und ja, wir haben uns tiefer unterhalten. Auch über ganz aktuelle Fragen. Es läuft ein Vertragsverletzungsverfahren mit Österreich. Die Bundesländer haben hier große Sorge, dass das schieflaufen kann. Im Bereich der Natura 2000-Gebiete, da wird viel von uns verlangt an Nachmeldung. Wir halten das eigentlich für übertrieben, für überreguliert. Ich habe ihm schon klar auch dazu gesagt, dass ich hoffe, dass man aus diesem Verfahren herauskommt und dass wir nicht vor Gericht landen müssen oder Strafen ausgesprochen werden gegen Österreich. Das versteht bei uns eigentlich gar niemand. Er hat zumindest in Aussicht gestellt, dass wir jetzt für beide Seiten, für die österreichischen Bundesländer, für die Republik Österreich, aber auch für die Europäische Kommission, eine befriedigende Lösung suchen, wie er es gesagt hat. Also ich hatte den Eindruck, er wird mithelfen, dass wir aus diesem Vertragsverletzungsverfahren herauskommen. Das Verständnis bei uns ist nicht sehr groß. Wir haben uns sehr bemüht, Gebiete zu melden, aber das ewige Nachmelden und immer wieder neue Anforderungen aus Brüssel, das macht allen Bundesländern zu schaffen. Und damit muss man eigentlich aufhören. Auch das haben wir versucht, im Detail zu besprechen. Da wird einiges nachbearbeitet zu sein. Wir werden auch schriftlich noch einmal auf ihn zukommen müssen. Aber ich habe gespürt, dass er uns hier heraushelfen möchte und die Position der österreichischen Bundesländer auch vorallwegs verstanden hat. Jetzt wird es daran gehen, dass wir hier im Verfahren auch herausfinden und das ist noch ein Stück Arbeit. Jetzt sind so Termine natürlich nicht häufig, dass man die Gelegenheit hat. Das ist ein kleines Bundesland in einem kleinen Mitgliedsland. Ist es da umso wichtiger, dass man eben auch mal die Gelegenheit hat, eben, wie Sie gerade gesagt haben, die Bedürfnisse auch von den ländlichen oder von den regionalen Strukturen auch darzulegen, dass das große Ganze eben oftmals vergisst auf das Detail. Ja, was ich heute gespürt habe, und das ist schon eine Besonderheit, dass der Präsident der Kommission immerhin für ganz Europa zuständig sich auch für österreichische Landeshauptleute die Zeit nimmt. Er hat mir erzählt, dass er mit meiner Kollegin aus Niederösterreich ein Kontaktgespräch hatte, dass in der kommenden Woche Günther Platter hier sein wird. Alle kommen mit ähnlichen Anliegen natürlich. Das ist schon was Besonderes und das ist auch ein Unterschied zu vielen seiner Vorgänger. Der Kontakt auch zu den österreichischen Ländern ist ein guter. Und hat einen interessanten Ausspruch getätigt, weil er gesagt hat, Europa findet eigentlich in den Ländern statt und in den Bundesländern statt. Dort sind die Landeshauptleute, die wirken für die Bevölkerung ein. Das heißt, wenn man pro Europa aktiv sein will, dann muss man dort das Gespräch suchen und muss schauen, wie kommen die Lösungen dort auch eigentlich an. Das ist eine gute Haltung, weil sie ein subsidiäres Europa zum Ausdruck bringt. Es war auch Präsident Juncker, der als einer der Ersten gesagt hat, die Kommission muss sich aus Regelungen zurückziehen. Er hat mir aufgezählt, dass über 100 Gesetze auch zurückgenommen wurden in der letzten Zeit seiner Periode eigentlich. Das heißt, da geht es schon auch ein bisschen in eine andere Richtung. Und das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass manchmal das Ohr am Volke und das Ohr bei den Regionen auch nicht schlecht ist. Und den Eindruck habe ich schon mitgenommen. Ich glaube, das war nicht nur ein Proforma-Gespräch, sondern ich hatte das Gefühl, er interessiert sich jetzt sehr für diese Frage Natura 2000. Er hat sich sehr interessiert für die grenzüberschreitenden Programme im Bodenseeraum. Wir haben ihn auch eingeladen, nach Vorarlberg zu kommen. Also ich erachte es nicht für selbstverständlich, dass man als Landeshauptmann von Vorarlberg einen doch mittlerweile überzogenen Termin, was die Zeit angeht, auch einen Termin hat und diese Dinge ausführlich besprechen kann. Und mir ist auch aufgefallen, er war sehr gut vorbereitet. Er hat die Position der Bundesländer im Detail studiert, auch von seinen Experten anschauen lassen. Also ich muss schon sagen, wenn das so läuft, dann hat man den Eindruck, das geht schon in eine Richtung, wo wir auch besser zusammenarbeiten können. Vorarlberg ist so stark angewiesen auf ein gut funktionierendes Europa, dass es einfach wichtig ist, die Interessen hier anzubringen. Wir sind nicht jede Woche hier, sondern alle paar Monate vielleicht einmal. Und da muss man halt alle Termine nützen. Heute geht es ja noch weiter. Wir treffen den Kommissar Oettinger noch, wir treffen den
unseren Nachbarn von Baden-Württemberg, Ministerpräsident Kretschmann. Es gibt dann abends noch einen Empfang dazu. Also wir nützen eigentlich jede Chance in Brüssel, um irgendwie den Kontakt aufrechtzuerhalten und unsere Anliegen anzubringen. Ein paar Vorarlberger arbeiten auch hier, die wir im Regelfall auch immer treffen, zum Teil auch in einflussreichen Funktionen. Auch das gehört dazu. Ein Netzwerk zu spannen von Vorarlberg nach Brüssel und zurück, ist ja auch etwas, was man wahrnehmen muss. Als Landeshauptmann ist das eine wichtige Aufgabenstellung, zu schauen, wo sitzen auch unsere Landsleute, wo haben wir Kontakte, wie bringen wir unsere Interessen an. Und da muss man eigentlich alles versuchen, auch wenn es bis zum Präsidenten der Europäischen Kommission geht.